Hä? Da hat es gar kein Euter. Jeden Sommer zieht es in der Zentralschweiz Bauern mit ihren Kühen, Schaf oder Geissen auf die Alp. Für ein Leben, das sich voll und ganz nach dem Rhythmus der Natur richtet. Was auf den ersten Blick romantisch und idyllisch aussieht, ist aber vor allem viel harte Arbeit. Chef auf der Alp-Ebnisstätte im Entlebuch ist der Reto Theiler. Schon als Kind hat er den Alpsommer hier oben verbracht. Inzwischen hat er eine eigene Familie, die ihn beim Alplern unterstützt. Die Frau Silvia schaut, dass der Karren auf der Alp läuft. Sie kümmert sich aber nicht nur um den Haushalt, sondern auch um die 5 Kinder. Unterstützt wird die ganze Familie vom Käser Thomas, der hier neben mir sitzt, und der Martina, die dort anpackt, wo es gerade nötig ist. Heute soll auch ich als helfende Hand noch dazukommen. Während die meisten im Tal unten noch schlafen, ist am Morgen um 5:30 bei der Familie Theiler und bei mir Tagwach. Weil es immer noch spätsommerlich warm ist, sind die Kühe über Nacht draussen auf der Wiese gewesen. Zum Melken müssen sie jetzt aber in den Stall. Gut, gut. Ich habe das schon noch Taschenlampen. Ah ja, da kann ich dir gut. Nehmen wir mal ein Laden. Zusammen mit der Martina mache ich mich auf die Suche nach den 40 Kühen. Die gelernte Pflegerin hilft schon seit ein paar Jahren hier auf der Alp mit. So, ab in den Stall. Guten Morgen, los, los, los. Bei unserem ersten Rundgang haben wir nur gerade die Hälfte der Kühe Richtung Stall treiben. Die anderen sind über Nacht also noch weiter weg. Laufen, laufen, laufen. Das heisst, mit den Taschenlampen weitersuchen. Komm, laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, hier auch. Laufen, laufen. Ab in den Stall. Nach gut einer halben Stunde sind die Kühe im Stall und bereit zum Melken. Das ist heute die Aufgabe der Chefin. Silvia Theiler zeigt mir, wie sie jeden Tag 650 Liter frische Alpmilch bekommen, die dann auch gerade hier auf der Alp zu Käse verarbeitet werden. Die Kühe die kommen in ihre Box. Es gibt etwas zum Morgen und dann werden die Euter geputzt und die Milchmaschine angehängt. Okay, ja, das wäre die letzte. So. Noch desinfizieren. Silvia, kann ich die einfach noch rauslassen? Ja, das ist egal. Ist gut. Okay, los. Hopp, 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 hopp. Sehr gut, dann sind wir das noch drüber. Was? Hopp. Oh. Silvia, ich bin schon das erste Mal müde, aber es hat super funktioniert und ich habe auch gemerkt, es ist eigentlich richtig ruhig und entspannt hier am Morgen früh im Stall. Geniessest du das auch ein bisschen, oder? Ja, mal der Moment ist für mich immer schon ein bisschen verwachen und ja, wieder mal ein bisschen Gedanken darüber abgehen lassen, was läuft und geht. Und ja, es ist auch schön ruhig, wenn Golfen mal noch ein bisschen im Bett sind und kannst du vorbereiten. Was passiert nachher mit der Milch, die wir jetzt hier so gut wie möglich eingesammelt, abgezapft haben? Die Milch geht jetzt direkt in die Käse und dort wird sie verarbeitet.
Wie ist vielleicht auch deine Beziehung zu den Tieren, zu den Kühen? Du hast vorhin gesagt, aber du kennst sogar einzelne, hast mich bei den einen warnen und so. Also du kennst auch die Tiere gut. Ja, eben, man weiss auf ein bisschen, wie es dick geht. Aber ich kenne nicht jede, wenn es auf der Weizen ist. Aber nicht jede Namen. Nein, sie hat schon Namen, aber ich weiss nicht, welche ist. Ja. Was gefällt dir vielleicht sonst am besten bei der Arbeit, wenn wir jetzt noch ein bisschen auf den Tag schauen, der dann noch kommt? Ja, es ist alles schön, vor allem bei diesem Wetter. Es geht einem viel ringer. Und also Melken ist eine schöne Arbeit. Du kannst ein bisschen oben runterfahren und ja, hast die Ruhe. Und, ja, du musst einfach ruhig bleiben und sonst geht es nicht. Silvia, ich weiss, dein Mann ist schon als Kind hier zu alt. Bist du so zwangsläufig zum alten Leben gekommen oder hat dir das auch super drin gepasst? Nein, also ich bin auch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Also ich wusste schon, um wen es geht. Und dann bin ich ja, mit meinen Jugendjahren bin ich auch zu alt gewesen. Von dem her habe ich schon gekannt. Ich habe schon gewusst, wer auf mich zukommt. Hand aufs Herz, wie streng ist das Älterleben wirklich? Ich denke, es ist vielleicht manchmal auch eine einständige Sache, wenn man daher geht. Und wenn alles rund läuft, ja, dann macht man einfach, bis man es hat. Aber am Abend ist man schon müde, man geht schon ins Bett und kann schlafen. Ja, das kommt das schon viel zusammen noch mit den 5 Kindern, oder? Das schon, ja. Aber es ist eine schöne Zeit, eine intensive, aber eben, ich sage, man geht im Frühling gerne nur und im Herbst geht man gerne wieder runter. Im Winter kann man auch wieder ein bisschen zurückstecken. Kann man sich wieder ein bisschen erholen vom Alpsommer. Ich glaube, wir haben gar nicht lange Zeit, um noch weiter zu quatschen. Was wäre so der nächste Programmpunkt? Jetzt müssen wir hier wieder alles rauswaschen, ja. Kälbchen tränken. Super. Zum Morgen. Also, gehen wir los. Ja. Also. In der Zwischenzeit sind 3 von den 5 Kindern von Stylers aufgestanden und wollen zu mörgeln. Da kommt Martina wieder ins Spiel. Als Allrounderin unterstützt sie die Familie nicht nur im Stall, sondern auch im Haushalt oder eben mit den Kindern. Die 3 Ältesten die müssen heute ins Tal runter, in die Schule. Keine einfache Aufgabe, da alles im Überblick zu haben. Gut. Für mich ist die Arbeit nach dem Melken noch lange nicht vorbei. Alles muss geputzt und aufgeräumt werden. Viel Aufwand, was auch auf einer kleinen Alp gibt. Ah, Janik, kannst du das Kind Stroh runterfallen? Hier oben noch. Ja. Kannst du auch mitgehen, ja? Zusammen mit einem Stift und seiner Familie geht der Pius Schmid seit 8 Jahren zu alt. Der Betrieb Aschi im Entlebucher Flüeli hat er im Jahr 2011 übernommen. Das schmeckt fein, hä? Ja. Seine Tochter Leni hilft gern mit. Der Alltag, die 4,5 Monate im Jahr auf der Alp, ist auch ziemlich ausgebucht. Ich gehe momentan um 4:30 auf. Die Kühe haben wir die Nacht draussen, durch den ganzen Sommer bis Herbst hier. Dann tun wir sie eigentlich ein oder sie ein und dann wird gemolen. Und um 6 Uhr wird die Milch schon abgeholt. Und dann nachher dann tut man allgemeine Stauarbeiten noch machen, irgendwie noch abschoren, streuen noch ein bisschen, ein Legi Heu geben. Und dann ist eigentlich schon zum Morgen angesagt. Und nach dem Morgen geht es schon auf das Feld oder einfach für verschiedene Arbeiten. Ja, genau. Und am Abend ist auch wieder ca. 4 Uhr. 4:30 geht man wieder in den Stall, tut man melen und dann tut man halt nach dem Melen noch mischen und das andere machen, damit also morgen die Kühe wieder ringen kommen und alles schon gemacht ist. Genau. Nachtruhe ist bei der Familie Schmid etwa am 10. Hallo! Hallo! Super, dass du kommst. Im Juni haben der Pius und Therese Schmid mit dem Kilian noch ein Familienmitglied mehr bekommen. Die Arbeitsaufteilung sei bei ihnen aber nicht so ganz strikt. Also wir sind sehr flexibel. Ich gehe viel bei Stauben helfen, ein bisschen Mäschchen waschen oder Kälber tränken. Und er hilft mir auch im Haushalt auch. Wenn ich jetzt wirklich stillen muss oder so, dann darf ich nicht abräumen oder beim Kochen oder beim
dem Abraum hilft er sehr viel. Vor ins Bett gehen, dann schnell Wäsche oder so. Und dann, irgendwann, wenn es sich Zeit ergibt, wenn die Kinder zufrieden sind oder die Leni kann schon viel helfen, dann halt ein bisschen Wäsche aufhängen und ein bisschen putzen. Die Leni kann auch schon gut helfen. Man macht einfach so ein bisschen den Haushalt, wenn es einem gerade Zeit ergibt. Und wenn man draussen Arbeit hat, dann geht man wie halt raus helfen und macht das später. Hose, Sasse, Mama machen. Hose, Sasse. Die Leni zeigt, wie man richtig den Kühen ruft. Bei so viel Arbeit auf der Alp stellt sich die Frage, wenn das noch Zeit bleibt für das Familienleben und ein bisschen Ruhe. Zeit für das Morgen, die andere vielleicht nicht haben. Und das ist mir echt noch wichtig, vor allem wenn sie jetzt so klein sind wie jetzt hier auf mir oben. Und das ist dunkel, die schönste Zeit, mit denen kannst du verbringen. Später können sie selber ihren Weg gehen und dann hat man nicht mehr so die Zeit. Und das Rufen hat genützt. Wir müssen vielleicht wieder ein bisschen Ferien planen oder so. Aber ich denke, weil wir halt auf der Alp sind, kann man vielleicht auch etwas anders arbeiten und kann sich dort die Energie wieder ein bisschen holen. Es ist kein Schnickschnack hinterher. Es ist wirklich das, was man sieht, das lebt man. Und es ist einfach auch mit der Familie das Einzigartige. Oder? Es ist einfach, du bist einfach für dich selber da. Du kannst das eigentlich machen für dich. Du hast keinen Zeitdruck. Es ist einfach wirklich das Schöne. Wir sind für uns da. Unsere Familie, Kinder. Und ich sage, das ist immer das Schönste. Es ist einfach, dass man das hat. Ich kann mal schauen, ob es allen gut geht. Sieh. Ja. Alle sind schön zu Weg. Gell? Siehst du es auch? Eins fehlt noch, gell? Wenn wir es holen. Ja, das kommt von allein. Das läuft schon vorne. Jetzt kannst du mit der Schaufel mal rein und einfach oben abrahmen. Wie weit? Einfach ein Stück hindern, etwas so breit in die Schaufel, das gelingt schon. Ja, und dann einfach hinten. Ja. Du kannst runterstechen. Für mich ist keine Pause in Sicht. Nach dem Melken geht es bei der Käserei zum Thomas Hofstetter. Je nachdem, wie lange das hat zum Brechen, ist gut oder nicht. Und jetzt ist es recht schnell in meinen Augen gebrochen. Was heisst das? Oder was, hast du das Gefühl? Ja, jetzt ist es soweit gut. Jetzt kann man einfach schneiden. Okay. Er unterstützt Familie Tyler als Käser und heute soll ich bei der Produktion gerade mithelfen. Die gemolkene Milch von einem Tag wird im Käsekessi erhitzt, das Lab kommt dazu und dann muss die ganze Masse mit den Harfen verkleinert werden. Gar keine einfache Aufgabe. Am Ende dürfen die einzelnen Stückchen nämlich nur noch so gross wie Maiskörner sein. Schon mega lässig, wenn so etwas entsteht und nachher irgendwann zum Morgen wieder essen kannst. Ja, schon noch, ja. Das ist schon etwas anderes zum Morgen. Ja, voll. Und manchmal, wenn du im Laden drin siehst und den Namen von der Alp lesest und du gehst manchmal einkaufen und denkst, ah, so gut, den Käse habe ich gemacht. Du sagst, wenn ich noch anders muss. Ja, kannst wieder mal, wo du dagegen hast. Gut. Bist du von Kind auf schon mit Käse in Kontakt gewesen, oder ist das erst später entstanden? Mit Käse in Kontakt kann ich essen, ja. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass die Mutter mich halbe Käse geschickt hat, um Käse zu kaufen. Okay, und dann hast du schon irgendwie gemerkt, das ist etwas Spezielles? Oder dann wirklich erst, halt, was auf die Lehre zugegangen ist, denkst, das wäre ja etwas für dich? Also, die Alp gehen habe ich schon während der Lehre wollen, aber ja. Ist ja die erste Richtung aufgekommen nach der Lehre, wo der Chef mich gefragt hat, ob ich komme, Käse essen. Ja. Und dann habe ich den Alpsender-Kurs gemacht und einfach ein bisschen einigermassen herausgefunden, wie man es macht. Ja. Was gefällt dir da besonders auf der Alp, die du vielleicht in einer grösseren Käserei nicht hättest? Ja, dass ich es alleine machen mag. Ja. Keine Maschine, du musst noch ein bisschen mehr Feingefühl haben, sage ich jetzt. Ja. In der Maschine hast du es kennen und alles. Also in einer so riesengroßen Käserei mit Maschinen, da würdest du eher nicht glücklich werden. Nein.
Der Thomas macht jetzt einen ersten Test. Ist die Konsistenz gut und bricht den Käse schön auseinander? Mhm. Es ist so ein bisschen gummig, ja. Und das ist gut. Mhm. Der Käser ist zufrieden und mein Klumpen muss schön verkleinert wieder zurück ins Kässchen. Und da passiert es. Ja. Das finde ich sicher wieder. Ja, das geht nicht. Tatsächlich finde ich meinen Klumpen aber noch mal und der Käse ist doch nicht ruiniert. Der sogenannte Bruch wird jetzt nämlich mit einem Tuch rausgenommen. Das geht entweder mit einer modernen Maschine oder von Hand und mit den Zähnen. Okay. Jetzt würde ich vielleicht anheben. Mhm. Ja, jetzt musst du noch ein bisschen weiter raus. Oh. Kannst du überkommen mit dem? Mhm. Gut. Durchs Auspressen der Flüssigkeit wird jetzt aus dem Käsebruch eine feste Masse. Die wird dann später in runde Formen abgefüllt und immer wieder gekehrt. Der Chef der Alp-Ebnisstätte, der Reto Theiler, hat inzwischen kurz Pause. Besitzer der Rindli, die den Alpsommer hier verbracht haben, kommen ihre Tiere abholen. Das muss natürlich gefeiert werden, auch wenn erst morgen um 10 Uhr ist. Auch der Nachwuchs hilft auf der Alp fleissig mit. Die Geissen, die dürfen jetzt raus. Nächste Woche lernen wir den Vater Reto besser kennen. Beim Ausmisten im Stall muss ich nämlich selbstverständlich mithelfen. Und weil so viel Arbeit auch richtig Hunger macht, gibt es in der Küche mit der Silvia ganz viele Herdöpfel zu rüsten. Der zweite Teil vom Unterwegs auf der Alp am nächsten Sonntagabend.